Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Thief. Mein letzten Part nicht gesehen, sollte das natürlich machen. Da waren wir ja in der Heilanstalt von Moira und da bin ich ja ziemlich abgegangen. Patrick ist jetzt nicht mehr dabei und ich möchte einfach nur mal sagen, dass natürlich mein Kater Shadow in keinster Weise von mir in irgendeiner Weise geschlagen wird oder so, sondern nur manchmal nervt er einfach in den Aufnahmen. Und ich denke mal, jeder, der eine Katze hat, wird auch schon mal wissen, dass eine Katze nerven kann. Und naja, wir machen auf jeden Fall weiter. Und ja. So, das wollte ich einfach nur mal zum Beginn des Parts erwähnen. Weil ihr schreibt ja immer in die Kommentare, lass Shadow in Ruhe und sonst was. Naja, deswegen wollte ich mal dieses kleine Missverständnis, was da vielleicht entsteht, aufklären. Er hat mit der Wache konspiriert und die Hoffnungsvollen unterdrückt. Was sagt ihr? Soll dieser Mann von Orion berührt werden oder an den Galgen kommen? Jetzt hängt ihn schon auf! Toll, erst hängen Wachen irgendeinen Typen und jetzt hängen die Bürger irgendeinen anderen Typen. Ach ja, tolle Selbstjustiz, muss man schon sagen. Naja, was soll's. Auf jeden Fall, wir schauen mal. Ich würde mal gerne... So, M, F1... Karte ansehen. Ich würde nämlich gerne mal zur Focus Lady, oder wollen wir da nicht hin? Ich überlege jetzt gerade, wo ist sie denn nochmal? Die ist ganz hier hinten und da müssen wir eh nach da. Ich Focus Bessau, Händler, da müssen wir eh in dieses Viertel nach da hinten, glaube ich. Ich aktiviere mir einfach mal kurz Bessau. Dann haben wir den. Geht das? Kann man sich da was setzen? Ein Wegpunkt? Naja, wir gehen einfach mal nach da hinten. Wollen wir dann rüber ins Burg? Gleich ab. Müssen wir hier durch? Okay. Scheint mir fast so. Erstmal das Licht ausmachen. Gut, da oben scheint was zu sein. Ansonsten ist hier aber nichts mehr. Okay, ich glaube, wir können uns hier wirklich frei bewegen. Ach, hier waren wir eh schon mal. Ja, klar. Hier waren wir überall schon mal, stimmt. Hat anscheinend dann beim letzten Mal nur das eine vergessen. Aber das kommt mir doch recht bekannt vor. Genau, ich glaube, hier kommen wir jetzt auch zum Händler, wenn wir das wollen. Oder? Ist der Händler nicht hier hinten? Wenn ich jetzt mal ich schau mal eben. Karte ansehen. Genau, da wäre besser, wenn wir jetzt hier hingehen würden, oder? Oder kommen wir hier überhaupt durch? Nee, kommen wir nicht. Der Rückenweg. Der Baron ist fort. Wie kommen wir denn überhaupt zu besser? Kommen wir anscheinend gar nicht rein jetzt momentan. In dieser Stadt gibt es heute viele wütende Menschen. Der Baron ist ein gefragter Mann, nur aus den falschen Gründen. Weil ich würde irgendwie gerne nochmal zurück zu Bessau. Wenn ich jetzt nur den Weg wieder wüsste, ich Genie. Wer ist hier hinten? Ist hier auch ein Händler? Es ist, wie Orion gesagt hat. Der Eisentyrann ist gefallen und das Blut der Ungläubigen färbt die Straßen rot. Da ist Licht am Horizont. Und doch gut, wo ist jetzt hier ein Händler? Wer sich der Hoffnung verweigert, kann zumindest den Tod akzeptieren. Ich würde jetzt irgendwie gerne zu einem Händler. Und auch mal gucken, ob wir nicht einen Fokuspunkt aktivieren können. Fokus-Upgrades, da haben wir was bekommen. Genau, einer ist nämlich verfügbar. Beschleunigt deine Aktion im Kampf, beim Ziehen und beim Schlösserknacken deutlich, indem du die Welt um dich herum weiter verlangsamt wirst.
Das ist natürlich ganz gut. Scharfsinn, Geschicklichkeit. Intuition. Nee, das finde ich nicht so gut. Geschicklichkeit. Das ist eigentlich ganz gut. Geschicklichkeit, das haben wir noch nicht geskillt. Das können wir eigentlich auch einmal machen. Weil vor allem das der zweite Punkt wäre echt super. Und ich würde einfach nur gerne mal zu einem Händler, um, jetzt sag ich mal, Geld auszugeben. Und darum geht's mir eigentlich. Ist hier drinnen Händler? Ich mag Tierkämpfe nicht. Zu viele Menschen. Aber wenn die Götter wirklich ein Heilmittel für die Schlimmen haben, aber wenn sich das alles wirklich ein Heil. So. Hui, hier sind ja gar nicht viele Wachen. Ja, also hier scheint irgendwie nicht der richtige Weg zu sein, um da hinzukommen. Wir sind jetzt eigentlich eh nur, haben nur unnötig, sind irgendwie geklettert. So, ich bin einfach mal auffällig bis sonst wo. Ich weiß. Ich würde einfach gerne zu Besso. Ich habe das Gefühl, ich mache mal letzten Speicherpunkt laden, Leute. Ich will mal, ich glaube, wir sind falsch gegangen. Ich habe jetzt keinen Bock zurückzugehen. Ich glaube, wir kommen wieder auf einen anderen Weg zu Besso. Ich habe das wieder total vergessen. Ach nein, jetzt starten wir ja hier wieder, verdammt. So. Es ist schon wieder der falsche Weg. Ich würde jetzt gerne nochmal hier rüber zurück. Um einfach zu gucken. Weil ich will einfach zu... Also, was heißt zu Besso? Ich will einfach auch zu der alten Lady. Ich will meinen Fokuspunkt kaufen. Wir haben das ganze Geld und... Naja, wieso das nicht auch nutzen? Ich weiß, wir haben jetzt schon wieder 7 Minuten damit verplempert, dass wir nur dumm rumlaufen, aber das ist mir jetzt egal. Ich will das einfach schaffen. So. Jetzt sind wir hier. Einer meiner Zähne wackelt. Ja, ich glaube, genau auch hier müssen wir hin. Ja, ja. Die Verdecke verkrüppelte Burg. Da kommen wir zu den ganzen Sachen. Leute, Schwestern, hoffnungsvolle! Ihr wart überzeugt! Euer Glaube so. Und euer Blut haben den Weg geebnet für eine Bettung. Hier ist erstmal der Händler. Ruchlosen Bedürfnisse. Gut, da schauen wir nämlich mal. Wir haben 2600. Doch, schon eine ordentliche Summe. Was haben wir denn hier noch? Schlösserknackenqualität. Erhöht die Empfindlichkeit beim Schlösserknacken deutlich. Leeröl. Wiederhärtung. Verringert erlittenen Schaden. Erhöht die sichere Fallhöhe. Verringert die Geräusche beim Gehen, obwohl die Geräusche verursachen. Das ist natürlich super. Ich will auch, glaube ich, erstmal Schlösserknackenqualität. Das ist schon ziemlich gut. So, damit haben wir jetzt, können wir die auch einfacher knacken. Was ist das hier? Warme Weste. Erhöht die maximale Gesundheit, Glücksmittel, Maximalfokus. Verringert den Preis von Mohn. Verringert den Preis von Ressourcen. Erhöht den Gesundheitszuwachs durch den Verzehr von Nahrung. Tragkapazität. Okay. Das einzig, das Gute wäre ja hier wirklich noch das hier. Wo war es jetzt? Doch, das. Genau hier. Maximalfokus. Ressourcen kaufen. Schauen wir mal. Seilpfeile. Ah ne, verkaufen. Ne? Kaufen meinte ich natürlich. Da haben wir alles voll. Da, okay, gut. In brenzligen Situationen könnten wir uns nochmal einen zulegen. Feuerpfeile habe ich 5. Explosionspfeile benötige ich nicht. Wasserpfeile habe ich 6, das reicht. Erstickungspfeile habe ich noch 1. Genau. Die sind eigentlich ziemlich wichtig, kann ich kaufen. Seilpfeile. 3 sollten reichen. Stumpfer Pfeil auch. Kaufen wir hier nochmal einen. So. Werkzeug und Upgrades kaufen. Da wäre ich eigentlich für Lederöl, dass ich weniger
sag ich mal, Geräusche verursache. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Weil das sollte uns schon gut helfen. Sichere Fallhöhe ist eigentlich auch nicht schlecht. Verringert die Zielzeit leicht. Also erhöht die sichere Fallhöhe. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Das machen wir jetzt einfach mal. Ach nee, Quatsch, wir brauchen noch Geld für die... Nee, können wir jetzt nicht machen. Weil wir benötigen noch Geld für... Wir benötigen noch Geld für die... Ja, ihr wisst schon, für die Frau. Die müssen wir ja auch noch bezahlen. Die alte Lady, um uns da einen Fokuspunkt zu holen. Und ich glaube, wenn wir jetzt die 500 ausgeben, dann 200 reichen nicht mehr, weil ich glaube, das wurde ja immer doppelt so teuer. Und ich glaube, wir brauchten da was. Die sagen, die Aussicht in Oldale wäre grandios. Hoffentlich genießen sie sie. Ich glaube, hier entlang, oder? Ja, das war richtig. So, hallöchen. Ach, Garrett. Ich wusste, du kommst zurück. Das glaube ich dir. Genau, 450 kostet das schon. Das ist sehr nett. Lass uns einen Tee trinken. Dankeschön. Tee ist immer gut. So, ich glaube, das nächste würde suchst jetzt... du meinen Rat? Kind des Schattens? Ich glaube, das würde jetzt sogar, ja, 600 kosten. Bis zum nächsten Mal. Leb wohl. Ja, leb wohl, du auch. War hier noch was irgendwie? Nee, okay, ich dachte schon. So, schauen wir doch mal Fokus-Upgrades. Jetzt können wir nämlich eigentlich unsere Geschicklichkeit, Fähigkeiten, sich die Funktionsweise von Schließmechanismen bildlich vorzustellen, erhöht die Geschwindigkeit, mit der Schlösser geknackt werden können. Das ist schon ziemlich nice, würde ich sagen. Oder halt Tempo, aber das ist jetzt auch nicht so... Naja, ich finde Geschicklichkeit schon ganz gut. Deswegen wollte ich auch den Fokuspunkt kaufen. Und ich schau mal, was stand denn da? Spielerfortschritt. Werkzeug und Upgrades. Ah, okay, Schlösserknackenqualität. Und Lederöl. Okay, gut. So, und jetzt gehen wir auch wirklich zurück zur Mission, nach 12 Minuten. Ich weiß, ich könnte jetzt wieder den Part cutten, aber das... Ich, ja, keine Ahnung, das gehört ja auch dazu, Leute, ne? Also... Ich denke mir zwar immer so, okay, der Unterhaltungswert ist dann nicht so groß, aber... Naja, ich sag mal so, auf 6 Parts folgt dann vielleicht mal ein Part, wo ich halt so ein bisschen doof rumlaufen muss. Und naja... Geht halt nicht anders, ne? So, auf geht's hier durch. Schwestern, Hoffnungsvolle, ihr wart überzeugt. Euer Glaube und euer Blut haben den Weg geebnet für eine bessere Zukunft. Kommen wir hier hinten auch raus? Nee, kommen wir nicht. Okay. Jetzt müsst ihr sie euch nehmen. Die so. Götzen haben die Schlacht. Nun gut, dann machen wir uns jetzt mal endgültig auf den Weg. Um zu unserem Ziel zu kommen. Und genau hier mussten wir entlang. Oder? Ach nee, wir konnten auch hier hinten entlang. Genau, das ist, glaube ich, Pott wie Deckel. Da sind wieder ein paar Typen. Toll. Das hat wahnsinnig gebracht, was ich gemacht habe. Oh, ich Genie, Leute. Vor allem, ich bin die GHM um die Ecke, obwohl ich auch hier hätte hochgehen können. Naja, gut. Machen wir es jetzt einfach so. Wie eben. Das finde ich auch gut, wenn es hier eine Fähigkeit gegeben hätte. Du kannst irgendwie Fenster schneller öffnen oder so. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Weil da hatte echt,
sag ich mal, der Typ in der Review nicht unrecht. Das nervt so, wenn du in so ein Haus rein willst und keine 2 Sekunden später willst du wieder raus. Das ist, oh Gott, ne. Leute. Da denkst du dir wirklich dann nach dem 5. Teil, Gott, bitte. Gut. Oh ne, verdammt. War da jemand? Nein, nein, da war niemand. Wandernde Schatten, weiter nichts. Ich hab's dir gesagt. Oder etwa ich muss die Augen offen halten. Gut. So. Das Feuer kann ich nicht zufällig ausschießen, oder? Der Ungläubige! Na super, hi. Hi, komm her. Da ich ja gar nicht auf Kampf geskillt bin, werde ich die eh nicht besiegen können. Ich würde aber lachen, wenn ich es doch schaffe. Aber irgendwie bin ich damit nicht zufrieden. Nee, Leute. Letzten Speicherpunkt laden. Danke, aber nein, danke. Damit bin ich ja überhaupt nicht zufrieden, dass ich die jetzt ausgenockt, dass ich die jetzt verprügelt habe. Weil ich glaube, nur 2 Leute so offensiv zu töten und du wirst direkt als einer abgestempelt, der nur prügelt. Und ich möchte halt trotzdem mal gucken, ob man das nicht ausschießen kann. Funktioniert das nicht? Und das, sag ich mal, ausschießen kann. Schade, hätte echt toll gefunden. Ich kann nur gucken, kann ich was werfen? Habe ich was? Oder ich schalte die damit aus. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Ich muss schauen, hier muss es doch noch einen anderen Weg dafür geben. Da gibt es hier wirklich keinen anderen. Warte, ich könnte was versuchen. Ne, verdammt. Bleibt der echt da nur stehen? Ich könnte versuchen, den abzulenken. Wer zum Teufel war das? Bist du sicher? Das ist gar nicht eine Kacke, eine Flasche. Nur ein Verrückter würde die Götzen herausfordern. Verdammt. Ah, wie krieg ich den denn jetzt da weg? Ich glaube echt nur damit. Aber da muss ich echt schnell sein. Da muss ich eigentlich den rechten ausschalten, während der linke nach hinten geht und dann direkt den linken ausknipsen. Das schaffe ich nur so. So. Aber das macht nichts. Ja, eigentlich müsste der doch jetzt umfallen. Tun die einfach nicht. Das finde ich so behindert. Sind die irgendwie resistent gegen? Sina, ich halte dir den Rücken frei. Gut, der geht zumindest nach da hinten. Die teilen sich auf. Du, deine Bewegung. Oh, toll. Ah ja, gut. So wird das, glaube ich, auch nichts, Leute. Vor allem, ich kann den Part eigentlich gleich beenden. Ich habe echt in diesem Part nichts geschafft, sowas ärgert mich eigentlich schon. Ich meine, das bestand jetzt echt nur aus Einkaufen gehen und Neuladen. Ey, sowas fuckt mich echt ab. Könnt ihr mir bitte mal in die Kommentare schreiben, ob ich sowas eigentlich wirklich so sehr... Ob ich stört euch das oder sagt ihr da eher... Naja, egal, Hauptsache, du hast ein Video gemacht und es ist halt manchmal so, dass, sag ich mal, etwas, ein Part halt mal nicht voller Action ist oder so. Also ich muss echt mal gucken, wie ich die ausschalte, die Type. Ich kann es eigentlich nur so versuchen. Das war jetzt meine einzige Idee.
ich jetzt hatte. Kalte Nacht. Die Götzen sind schon auf der Brücke. Okay, gut. Ich werde in North Crest Manor. Was? Was sagt er? Wohl nicht viel Zeit haben, bevor sie dort fertig sind. Okay, meine lieben Freunde, dann gehen wir jetzt hier durch und dann bin ich den Part. Haben wir es ja doch ohne Kämpfen geschafft. Das war nicht schlecht. Aaron ist am Leben, dennoch fühle ich mich dadurch nicht besser. Sie verbringt mehr Zeit in meinem Kopf als sich selbst. Anscheinend ist sie erfüllt von der Urkraft und hat sie irgendwie verderbt. Der Schaden ist immer noch da, dringt aufgrund von Northcrest Experimenten durch die Mauern von Myra nach draußen. Hat er sie deswegen verschleppt? Nur ein Mann hat die Antwort, die ich jetzt brauche, der Baron. Okay. Mann, hier geht's ja echt ab. Die letzte Verteidigungslinie des Barons mag für den Mob bereit sein. Aber nicht für mich. Ich muss da rein, bevor es hässlich wird. Nun gut, ein Mann für sich, Kapitel 6. Und bevor wir mit dem Kapitel 6 anfangen, würde ich sagen, beende ich hier erstmal den Part und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Bis dahin, ciao, Leute.